Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem das letzte Styling-Video zum Nike Air Force One Travis Scott bei euch so gut ankam, dachte ich mir, da mache ich doch auch mal ein Styling-Video zu dem Nike SB Dunk Travis Scott. Heute wieder leider nicht mit Opa, geschuldet der Quarantäne. Aber dann seht ihr heute mal meinen Style. Ich zeige euch 4 Outfit-Varianten, die ich mir ausgedacht habe. Dabei habe ich versucht, den Style größtmöglich zu variieren, also ein bisschen das Ganze ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Vergesst nicht, auch mein letztes Video euch nochmal anzuschauen. Da könnt ihr auch noch einen Schuh gewinnen. Welcher das ist und wie es funktioniert, seht ihr dann im Video. Also könnt jetzt hier draufklicken und euch das Video noch anschauen. Dann würde ich sagen, geht's direkt los mit dem ersten Outfit. Der Schuh ist sehr auffällig. Es sind wirklich viele Muster auf diesem Schuh. Es sind verschiedene Farben. Deswegen dachte ich mir, beim ersten Outfit mit einem sehr auffällig und wirklich intensiven pinken Pullover von Stussy, der dann ein bisschen die Aufmerksamkeit vom Schuh wegnimmt. Also wie gesagt, wir haben den Travis Scott Schuh. Dann haben wir eine ganz standardmäßige Levi's 501 in einem hellgewaschenen Blau, die ich unten abgeschnitten und einmal umgekrempelt habe und dann einen Stussy Pullover in diesem intensiven Pink. So gesehen ein sehr einfaches Outfit, das meiner Meinung nach aber trotzdem sehr gut mit dem Schuh funktioniert. Wie gesagt, meine Idee dahinter war, dass der Schuh ist sehr auffällig und um dann ein bisschen das Auffällige aus dem Schuh rauszunehmen, dann noch einen auffälligen Pullover. Aber wie gesagt, im Prinzip ein sehr einfaches Outfit. Bei dem zweiten Outfit habe ich dann die Farben etwas dezenter gehalten. Wie gesagt, der Schuh ist sehr auffällig, deswegen habe ich dann mit der Hose eine dunkle Hose gewählt. In diesem Fall eine anthrazitgraue bzw. dunkelgraue Wollhose mit einer Bügelfalte. Dazu einen Uniqlo JW Anderson Cardigan in den Farben Schwarz, Dunkelgrau und Dunkelblau. Das passt dann so gesehen mit dem Dunkelgrau perfekt zur Hose. Und das Dunkelblau und Schwarz findet sich so gesehen dann auch in dem Schuh wieder. Dazu dann noch eine hell oder dezent rosafarbene Polar Skate Six Panel ist es, glaube ich, um dann doch noch ein bisschen mehr Farbe in das Outfit zu bringen. Ihr seht, das Outfit ist eher farbenorientiert an dem Schuh. Für das dritte Outfit dachte ich mir, dass ich die Karos, die hier in dem Mid-Panel sind, etwas versuche aufzugreifen. Ich habe wieder die hellgewaschene Levi's 501 an, die abgeschnitten ist. Dann eine Ami Paris Jacke obendrauf. Dazu, um das Ganze noch ein bisschen lockerer zu machen, eine Umhängetasche von Prada in dem schwarzen Nylon. Die Tasche ist jetzt kein Muss, ich dachte aber, dass sie auf das Outfit ganz gut passt. Auch hier wieder sehr farborientiertes Outfit, aber meiner Meinung nach trotzdem ein sehr gut funktionierendes und relativ cleanes Outfit. Und für das letzte Outfit habe ich mir einen Vintage Burberry Mantel rausgesucht. Mit auch wieder der hellgewaschenen Levi's 501. Dann einfach ganz normal einen schwarzen Hoodie. Der hat jetzt hier einen Netflix-Druck drauf, ist natürlich kein Muss. Und dann den schön langen, etwas oversized sitzenden Burberry-Mantel. Damals in einem Vintage-Laden gekauft. Den bekommt ihr auch in den verschiedensten Farben und Formen für relativ wenig Geld. Ich bin mir bewusst, dass das nicht jedermanns Geschmack ist, dieser lange Mantel. Ich liebe lange Mäntel meiner Freundin. Und die hat mich dann auch auf diesen Trip gebracht. Ich finde diesen Mantel super, ich mag das Outfit auch sehr, weil sich dann hier in dem Schuh das Beige in dem Mantel wiederfindet und es dann auch dadurch meiner Meinung nach wunderbar harmoniert. Lasst mich doch mal wissen, welches dieser 4 Outfits ihr am besten findet, was würdet ihr so tragen oder auch, falls euch gar keins davon gefällt, lasst mich gerne wissen, wie ihr diesen Schuh kombinieren würdet. Ich bin grundsätzlich kein Freund davon, auffällige Schuhe mit ganz einfachen schwarzen Outfits zu kombinieren, also eine schwarze Cargohose beispielsweise und dann einfach nur einen schwarzen Pulli. Ich finde das relativ langweilig, aber natürlich kann das jeder machen, wie er möchte. Falls ihr das Bild meines Opas in dem Schuh noch nicht gesehen habt, das ist auch nochmal ein etwas anderes Outfit, seht ihr hier. Könnt ihr euch auch gerne nochmal auf Instagram anschauen. Lasst mich gerne wissen, was ihr am besten fandet. Ihr könnt auch hier noch abstimmen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, bleibt zu Hause und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Besten Dank, ciao.